haben wir hier über die Brücke, die die Bezirke Kreuzberg und Friedrichshain verbindet, und immer nach links und rechts vorbei. Einen unglaublich guten Blick auf die Innenstadt, auf das vorher die zuständigen Beamten vom Amt für Werbefreiheit und gutes Leben schon hingewiesen haben. Das Monstrum von O2, hier vorne Videospielwerbung, und das alles an Orten, wo für uns als Nachbarinnen und Nachbarn im Vordergrund steht, dass wir hier in unserer Freizeit eine gute Zeit haben können, dass hier vielleicht die Clubs und die Discos bleiben, zu denen wir gerne gehen, und dass das Ganze nicht zu so einer durchkommerzialisierten strömlinienförmigen Scheiße wird, die wir hier in ihren Ansätzen, nicht nur in ihren Ansätzen, schon bestaunen können. Auf der anderen Seite Universal, Coca-Cola, Lexus. Hier ist auf jeden Fall ein Angebot geschaffen, das sich an ganz andere Leute richtet, als die, die in den beiden Stadtvierteln wohnen, die wir hier gerade verbinden mit dieser Brücke. So, jetzt kommt schon mal ein Redebeitrag von A100, die ihren Ausführungen am Anfang der Demo auf jeden Fall noch was hinzuzufügen haben. Ja, hallo, hier ist nochmal Tobias vom Aktionsbündnis 100 stoppen. Wir kommen gleich an eine Kreuzung, die, wenn die 100 ausgebaut werden soll, direkt betroffen ist von der 100. Denn der Verkehr muss irgendwo abfließen. Dort werden tausende Autos mehr hinfahren. Und die Kreuzung Oberbaumbrücke, Stralauer Allee, die wir jetzt gleich passieren werden, dort ist schon eine der Kreuzungen, die am unfallträchtigsten ist von ganz Berlin. Wenn dann noch ein paar tausend Autos mehr hinzukommen, könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Vorhin hatte ich die sozialen Auswirkungen erörtert, aber es kommt ja noch schlimmer. Für tausende Menschen bedeutet das den Verlust der Wohnung und Garten, und für noch mehr tausende mehr Dreck und Lärm, und für ganze Stadtviertel wie hier in Friedrichshain droht dann der Verkehrskollaps, weil die Stadt das Viertel im Stau versinkt. Bis jetzt wurden bereits 12 Hektar Stadtnatur für die 100 Betonpiste vernichtet, weitere werden folgen. Dies hat negative Auswirkungen auf das Stadtklima. Insgesamt 314 Kleingärten in Neukölln standen den Betonmonstern im Weg, und sie wurden rechtswidrig gekündigt. Hinter jedem Garten stehen menschliche Schicksale. Wir haben dort mit den Menschen gesprochen, die mit Tränen in den Augen erzählt haben, dass ihr Garten schon seit Jahrzehnten und zum Teil seit Generationen ihr Lebenswendepunkt ist. Nun ist das Gelände komplett zerstört und wird mit Beton versiegelt. Der Protest tausender Menschen gegen die 100, ob bei Razzgitter-Demos oder Blockade von Straßenkreuzungen, wurde missachtet. Bei der über 20 Jahre Planung des 16. Baustütz der 100 von der Köln zum Treptower Park durfte die Bevölkerung vor 4 Jahren nur 4 Wochen lang mitreden. Sogar eine Klage des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg gegen die 100-Verlängerung wurde abgewiesen. 2009 stimmten sowohl die Berliner SPD als auch die Linkspartei, die damals in der rot-roten Koalition regierten, gegen dieses unmenschliche Betonprojekt und damit gegen ihren eigenen Bürgermeister. Da Wobereit und sein Gefolge das offenbar nicht passte, übte er auf seine SPD enormen Druck aus und ließ ein Jahr später einfach noch einmal abstimmen. So erzwang er eine ganz knappe Mehrheit für die Autobahn. Müsste Berlin die Autobahn selbst bezahlen, das wäre mit 500 Millionen Euro für 3,2 Kilometer die teuerste Autobahn Deutschlands, so würde niemand auf diese verrückte Idee kommen. Aber da uns das Betonmonster vom Bund geschenkt wird, wird so lange abgestimmt, bis das Ergebnis den politischen Entscheidern passt. Aber wir lassen uns nicht veräppeln. Wir gehen nicht weg, und wir fordern eine nachhaltige, menschengerechte und ökologische Stadtentwicklung und Verkehrspolitik und wollen an allen Entscheidungen beteiligt werden. Wir zeigen Herrn Wowereit und dem Berliner Senat die rote Karte und sagen ganz klar: A100-Piste in die Mottenkiste. A100-Piste in die Mottenkiste. A100-Piste in die Mottenkiste. Ja, ich habe noch einen. Der Irrsinn ist nicht zu toppen, 100 stoppen. Der Irrsinn ist nicht zu toppen, 100 stoppen.